Ja, herzlich willkommen zurück bei World of Warships Legends. Schön, dass du dabei bist. Und heute habe ich dir das erste Schlachtschiff der Deutschen mitgebracht, was hier Einzug hält in World of Warships Legends, die Scharnhorst Tier 6 Schlachtschiff. Und wie will ich das machen? Ich will das über drei Teile machen, das Review über die Scharnhorst, weil die Geschichte doch etwas umfangreicher ist der Scharnhorst, deshalb will ich das in drei Teile verpacken. Wie gesagt, sonst würde das heute den Rahmen sprengen. Ich will das ein bisschen ausführlicher machen, weil ich denke mal, den einen oder anderen interessiert das vielleicht doch auch das Geschichtliche zur Scharnhorst, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Fahrt drumherum und schauen uns dieses wunderhübsche Schiff an. Hier seht ihr auch die 533 mm Torpedowerfer und ja, der ein oder andere von euch wird es ja wissen. Ich war ja jetzt am Wochenende in Wilhelmshaven unterwegs im Marinemuseum und habe für euch da auch einen solchen Torpedowerfer mal aus der Nähe gefilmt. Das Video zu Wilhelmshaven wird dann am Mittwoch kommen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Wird auch ein bisschen länger, so knapp 40 Minuten wird das Video werden. Ich hoffe, ihr schaut es euch an. Wie gesagt, das Video am Mittwoch. Heute soll es um die Scharnhorst gehen. Ja, die Indienststellung der Scharnhorst war am 7. Januar 1939. Ursprünglich war geplant, beide Schiffe, die Scharnhorst und ihr Schwesterschiff, die Gneisenau, als Einheiten der Deutschlandklasse zu bauen. Als die Franzosen aber mit dem Bau der Dünkirk-Klasse begannen, plante man auf deutscher Seite dann um und baute sie als eigenständige Schiffsklasse. Vom Juli bis August 1939 wurden an der Scharnhorst ein Umbau durchgeführt, bei dem der fast senkrechte Steven, also der Bug, man nennt das auch Steven, ersetzt wurde durch den Clipper oder den Atlantikbug, weil das Problem bei der Scharnhorst und dann auch bei der Gneisenau war, dass die Vorschiffe ziemlich nass waren. Bei rauer See war das Vorschiff immer voller Wasser und das hat natürlich auch die Türme oder die Einsatzbereitschaft der Türme beeinträchtigt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Vorschiff so stark unter Wasser steht oder viel Wasser auf dem Vorschiff ist. Das ist natürlich ein Problem, wie gesagt, dadurch dann der Umbau. Ja, beide Schiffe waren mit 28 cm Geschützen ausgerüstet und das merkt man natürlich auch hier im Spiel, aber dazu komme ich gleich. Man hatte jedoch vor, die Geschütze später durch die zum damaligen Zeitpunkt noch in der Entwicklung befindlichen 38 cm Türme zu ersetzen, was aber nie durchgeführt wurde. Vom 21. bis 27. November 1939 unternahmen die Gneisenau und die Scharnhorst ihre erste Feindfahrt in der Nordsee. Nordwestlich der Färöer Inseln versenkte die Scharnhorst und die Gneisenau in einem Gefecht am 23. November den britischen Hilfskreuzer Rawalpindi. Die Rawalpindi war ein Passagierschiff, was zum Hilfskreuzer umgebaut wurde. Die beiden Schlachtschiffe signalisierten der Rawalpindi zu stoppen und die Besatzung sollte das Schiff verlassen. Stattdessen entschied sich der Kapitän der Rawalpindi, das Gefecht mit dem, ja, zwei modernen Schlachtschiffen aufzunehmen. Ja, nach 13 Minuten intensiven Beschuss ging die Rawalpindi dann in Flammen auf. Da der Hilfskreuzer aber ständig die Position durchgab, brach man dann die Operation ab und kehrte dann in den Heimathafen zurück. Ja, kommen wir zum Unternehmen Nordmark. Zwischen dem 18. Februar und dem 20. Februar 1940 sollten die Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst zusammen mit den schweren Kreuzern der Admiral Hipper im Seegebiet zwischen Shetland und Norwegen vorstoßen und dort den Geleitzugverkehr zwischen Großbritannien und Skandinavien stören. Bei dieser Operation sah man aber keinen einzigen Feind. Da kommen wir zu Unternehmen Weserübung. Ja, bei der geplanten Besetzung Dänemarks und Norwegens dienten die Scharnhorst und die Gneisenau als Fernsicherung. Am 9. April 1940 traf der Verband dabei auf dem britischen schweren Kreuzer Renown. Bei dem folgenden Gefecht erhielt die Gneisenau zwei oder drei Treffer,
die einen der beiden Geschütztürme beschädigte. Auch die Rhinoan erhielt zwei Treffer. Ja, weil die Gneisenau dann beschädigt war, brachen aber die beiden deutschen Schiffe den Kampf ab und kehrten dann nach Wilhelmshaven zurück. Ja, soweit das Geschichtliche hier im ersten Teil. Im nächsten Teil geht es dann mit dem Unternehmen Juno weiter, aber das dann im zweiten Teil. Also würde ich mich freuen, wenn ihr neugierig bleibt und auch wieder einschaltet. Wir gucken uns aber mal kurz noch die Werte an. Also ihr merkt, es wird ein kleines Labervideo heute. Die Trefferpunkte habt ihr 56.300, eine Panzerung von 13 bis 360 mm. Ja, ich sag mal, ihr solltet nicht unbedingt Breitseite fahren mit dem Schiff. Also immer so ein bisschen spitz zum Gegner. Artillerie, wie gesagt, ihr habt die kleinen Geschütze, 3x3, 283 mm. Das merkt ihr auch, also ihr werdet, was schadenstechnisch bei rumkommt in dem Matches, wird er im Schnitt immer so bei 60.000, 70.000, 80.000 Schaden liegen. Ihr werdet selten mit dem Schiff über 100.000 Schaden kommen. Das ist halt den kleinen Geschützen geschuldet. Eine Nachladezeit von 20 Sekunden, das ist natürlich richtig geil. Das könnt ihr auch noch drücken mit dem ein oder anderen Kapitän. Wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Das sind noch nicht die finalen Werte. Wie gesagt, da wird es nochmal ein Update geben. Da bin ich im Moment noch am Ausprobieren. Ihr habt, wie gesagt, Torpedos an Bord. Die 533 mm Torpedowerfer, also 2x3 an Backbord und an Steuerbord mit einer Reichweite von 6 Kilometern. Also zur Nahverteidigung, wenn euch ein Schlachtschiff anfährt oder ein Kreuzer. Oder auch mal gegen einen Zerstörer. Sind auch relativ schnell mit 64 Knoten. Also, ja, schon mal ein Vorteil, dass ihr Torpedos an Bord habt. Flugabwehr, glaube ich, können wir erstmal außen vor lassen. Die soll aber nicht so besonders sein. 10x1, 20 mm, das müssen wir uns dann angucken, wenn die Flugzeugträger reinkommen. Manövrierfähigkeit, Höchstgeschwindigkeit natürlich 30 Knoten. Und das ist richtig gut für so ein Schlachtschiff, 30 Knoten. Da seid ihr doch recht flott unterwegs. Wendekreisradius von 800 Metern, was eigentlich auch okay ist. Also ihr seid relativ schnell und Manövrierfähigkeit ist relativ gut. Ihr könnt dann auch mal den ein oder anderen Torpedo ausweichen. Ruderstellzeit von 11,6 Sekunden. Erkennbarkeit zu Wasser 14 Kilometer. Damit lässt sich arbeiten. Ja, das so die, wie gesagt, vorläufigen Werte. Ich bin da immer noch mal ein bisschen am Experimentieren. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, was ihr einbauen könnt in die Scharnhorst. Ich bin jetzt mal auf Ziersystem Mod 1 gegangen, was die Streuung der Hauptbatterie nochmal verringert, weil die Streuung doch ziemlich groß ist, wie ich finde. Ihr könntet auch die Hauptbatteriemodifikation einbauen oder die Sekundärbatteriemodifikation. Die Sekundärbatterien der Scharnhorst sind eigentlich ziemlich gut, also die ballern wild los. Wie gesagt, das ist dann eure Entscheidung. Ich bin da aber auch noch am Experimentieren. Im nächsten Slot habe ich dann das Steuergetriebe Mod 2 drin, was die Ruderstellzeit nochmal minus 20% runterdrückt. Da habt ihr aber auch die Möglichkeit, Antrieb Mod 2 zu erreichen. Dann beschleunigt ihr nochmal schneller oder halt das Schadensbegrenzungsteam. Und als letzten Slot dann das Zielerfassungssystem, Sichtweite plus 20%, die Sichtbarkeit der feindlichen Torpedos plus 20% und Reichweite der sicheren Erfassung gegnerischer Schiffe nochmal plus 50%. Aber wie gesagt, bei den ersten beiden Slots, das bleibt euch dann überlassen. Ja, ich habe mir das große Paket gekauft. Da war dann noch eine Traditionsflagge dabei von der Scharnhorst. Ja, wie gesagt, spielen müsst ihr die Scharnhorst so ein bisschen wie ja, ein Schlachtkreuzer eigentlich. Also ein bisschen so auf Entfernung. Ihr werdet sehen, ihr werdet wenig Zitadellentreffer mit dem Schiff machen. Auf Kreuzer, ja, auf Schlachtschiffe werdet ihr auch öfters mal abprallen.
Also ihr macht mit den Salben, ich sag mal, wenn er mal eine 5000er Salbe raushaut, dann freut er euch schon. Natürlich müsst ihr das über den Reload ein bisschen kompensieren. Sie macht aber trotzdem sehr viel Spaß und auch sehr viel Credits. Also wenn ihr wisst, wie ihr sie fahren müsst, die Scharnhorst, dann macht die richtig Spaß. Wie gesagt, ist nicht gerade ein anfängerfreundliches Schlachtschiff. Also das würde ich nicht sagen. Als Anfänger würde ich euch jetzt eher raten, ein anderes Schlachtschiff zu nehmen. Wie gesagt, die Scharnhorst eher als Schlachtkreuzer zu fahren. Ich habe euch ein Gameplay mitgebracht, ein erstes. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, schaut es euch an und danach sehen wir uns nochmal im Hafen, ihr Lieben. Also viel Spaß. Eine Runde, eine erste Runde in der Scharnhorst. Bis gleich. Die Schlacht beginnt. Gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren.
Verbindlichsten Dank. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. In der Luft. Alle Stationen melden Position eines strategischen Ziels.
Problem gelöst. Torpedowerfer zerstört! Torpedos direkt voraus! Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Katapultjäger in der Luft. Thank you.
gegnerische Schlachtschiff gesunken. Unser Team hat die Führung übernommen. Katapultjäger kehrt zum Schiff zurück. Ja, zurück im Hamburger Hafen, also ihr habt es gesehen, 84.000 Schaden, zwei Schiffe zerstört. Ja, wie gesagt, ihr müsst euch dann halt mit euren Reload so ein bisschen ranarbeiten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sage ich mal. Also ihr habt es da gesehen, wenn er mal eine Salbe raushaut, dann kann das auch nur mal 700 Schaden machen oder 5.000 oder ja, wie gesagt, ihr müsst dann halt über euren Reload euren Schaden anbringen. Das ist halt den kleinen Geschützen geschuldet. Ansonsten macht es Riesenspaß. Also ich bereue den Kauf nicht. Mir macht die Scharnost wahnsinnig viel Spaß. Wie gesagt, fahrt sie so ein bisschen wie ein Schlachtkreuzer. Und ihr habt ja auch gesehen, die Credit-Ausbeute. Also ihr seid eigentlich fast in jedem Gefecht seid ihr über 300.000 Credits. Also Credits macht er mit der richtig gut. 300.000, 400.000 ist mit dem Schiff kein Problem. Gerade in der Division befahren, macht die natürlich auch einen Heidenspaß. Und ja, ihr müsst natürlich wissen, ihr werdet jetzt auch fokussiert vom Gegner. Da ist ein neues Schiff, da will jeder drauf feuern. Das sollte euch bewusst sein. Ja, aber so ein erstes Fazit, mir macht's richtig viel Spaß. Wie gesagt, kommt ein bisschen über den Reload. Fahrt so wie ein Schlachtkreuzer und dann habt ihr mit der richtig viel Spaß. Ja, wie gesagt, das soll der erste Teil zur Scharnhorst gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann möchte ich dich über einen Daumen nach oben bitten, wenn du magst. Und ich würde sagen, dann hören wir uns am Mittwoch. Am Mittwoch kommt, wie gesagt, mein Video zu meinem Besuch im Marinemuseum Wilhelmshaven. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Heute Abend werden wir nochmal streamen. Also da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dabei seid. Dann wird es natürlich ausgiebig wieder die Scharnhorst geben. Also würde mich freuen, wenn ihr heute Abend im Stream dabei seid und vorbeischaut. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ein erster Einblick zur Scharnhorst. Wie gesagt, weitere werden kommen. Dann im nächsten Teil, Teil 2 der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns, ihr Lieben. Macht's gut, euer Playguru. Tschüssi.